Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Keller.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Samuel an. Dieser hat über Bitwala geschrieben, welches er mit 3,7 Sternen bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Bitwala Review. Bitwala Wallet plus Prepaid-Karte im Test. Was Geld, Banking und Währungen angeht, durchlaufen wir momentan eine Zeit der Veränderung. Das ist offensichtlich. Kryptowährungen rücken immer mehr in den Mittelpunkt des alltäglichen Lebens. Man kann damit inzwischen nicht nur Autos, Häuser oder Investitionen finanzieren, sondern auch immer mehr einfach nur einen Coffee to go oder ein Sandwich kaufen. Vor allem der Bitcoin hat in den letzten Jahren diesen großen Einzug in die Gesellschaft feiern können. Die Kryptowährungen sind viel sicherer und vor allem verbraucherfreundlicher als staatliche Währungen. Da sie nicht von Banken kontrolliert werden, spart man sich viele Extrakosten, wenn man richtig mit den Coins umgeht. Um tatsächlich eine Umstellung von Euro auf Bitcoin zu gewährleisten, bietet Bitwala einen revolutionären Service als sogenannte Blockchain-Bank an. Damit sollte ein genialer Weg in die Zukunft erschaffen worden sein. Was genau ist Bitwala? Hinter dem deutschen Unternehmen steckt eine moderne Bank, aber natürlich keine gewöhnliche im herkömmlichen Sinne. Das System von Bitwala ist komplett auf den Bitcoin aufgebaut. Alle Dienste, ob lokal oder global, basieren auf der Kryptowährung. Gegründet wurde Bitwala von den jetzigen Leitungskräften Ben Jones, Jörg von Minkwitz und Jan Goslicki. Auch ihre französische Bulldogge Lola soll zum Erfolg beigetragen haben. Seit 2006 arbeitet das kleine Team von 22 Köpfen an Bitwala. Dabei ist sehr bemerkenswert, dass die 22 Leute aus 13 unterschiedlichen Nationen stammen. Es handelt sich also um Leute, die sich im internationalen Wesen auskennen. Ihr Büro und ihren Hauptstandort haben sie in Berlin. Inzwischen nutzen über 57.000 Menschen Bitwala und das in über 200 Ländern. Dabei wurden schon mehr als 55 Millionen Euro in Transaktionen versendet. Das Unternehmen ist Partner mit bekannten Vorreitern in der Bitcoin-Branche, wie Tresor, BitPay, BitGo und Bitcoin.de. Das Startup hat als solches auch schon einige Auszeichnungen erhalten. Darunter am bedeutendsten ist der erste Platz bei The Paris Fintech Award, Top 3 Startup 2017 von der Deutsche Innovationspreis und Top 2 bei Pioneers Festival 2016. Damit hat das relativ junge Unternehmen bereits einiges an Erfolg und Aufmerksamkeit erfahren können und bringt so eine sehr beeindruckende Geschichte an den Tag. Was bietet Bitwala an? Bitwalas Vision ist es, den weltweiten Geldtransfer durch Blockchain-Banking zu erleichtern, beschleunigen, ihn günstiger und sicherer zu machen. Dazu bieten sie eine große Vielfalt an Produkten an, darunter die Bitcoin Wallet, weltweiter Transfer und eine Prepaid-Visa-Karte. Das Bitwala Wallet. Eine Wallet ist eine Art Lager oder Account, auf dem man seine Bitcoin speichern kann. Sie steht jedem Nutzer kostenlos zur Verfügung. Eigentlich basiert alles, was man mit Bitwala macht, auf der Wallet. Denn von dort kommen die Coins und von dort werden sie eingezahlt. Bitwala selbst hat jedoch keinen Zugriff oder Einblick auf die eigene Wallet. Vorteil des Lagers ist aber auf jeden Fall, dass es sehr einfach und übersichtlich ist. Man hat seine ganzen Bitcoins auf einen Blick, vom Handy, Computer oder dem Smartwatch aus. Da es sich hierbei aber um Geld handelt, sorgt Bitwala selbstverständlich für gute Sicherheitsvorkehrungen, indem zwei Level an Sicherheitscodes und starke Passwörter den Account beschützen. Also ein sicheres Mittel des modernen Bitcoin-Bankings. Kosten fallen nur durch die Transaktionsgebühren der Coins an. Diese gehen aber nicht an Bitwala, sondern an die Miner, die für Sicherheit und Stabilität der Währung sorgen. Diese können sich ständig ändern und sind vom Wert des Bitcoins oder der gegebenen Kryptowährungen abhängig. Wie sieht der Transfer mit Bitwala aus? Bitwala bietet weltweiten Transfer an. Dieser geschieht in Bitcoin oder Altcoin, also Alternative Coins wie Litecoin, Ethereum, Capricorn, BitConnect und so weiter, mit nur sehr geringen Kosten. Jeder Transfer kostet nur 0,5% der Summe. 90% der Transaktionen werden innerhalb von einer Stunde durchgeführt. Ansonsten geschieht es innerhalb eines Geschäftstages. Entweder sendet man direkt Bitcoin oder lässt diese in eine gewünschte Währung umwandeln. Dabei stehen Euro und britische Pfund als europäische Währung und alles von japanischen Yen über brasilianische Real bis hin zu australischen Dollar zur Verfügung. Leider fehlt der US-Dollar. Durch eine Partnerschaft mit Shapeshift akzeptiert Bitwala jetzt auch eine große Zahl von Kryptowährungen. Allgemein ist der weltweite Transfer mit Bitwala sehr einfach, kostengünstig und schnell, verglichen mit den meisten anderen Banken. Die Bitwala Prepaid-Karte. Bitwala bietet auch eine Karte an. Sie ist ein wirklich nützliches Werkzeug, wenn man voll auf Bitcoin umsteigen will. An sich funktioniert sie wie eine normale Visa. Es gibt eine digitale und eine optionale physische Version der Karte. Wie gesagt, handelt es sich hier um eine Bitwala Prepaid-Karte. Das heißt, man muss zwar immer neues Geld aufladen, aber auf der anderen Seite gibt man dafür kein Geld aus, welches man nicht hat. Deshalb eignet sich die Karte auch perfekt als Backup, da sie nicht überzogen werden kann und deshalb nicht gesperrt werden kann. Mit der Karte kann man eigentlich überall bezahlen oder Geld an Geldautomaten in aller Welt abheben.
Lädt man die Karte auf, so werden Bitcoin aus der Wallet direkt in Euro auf die Kreditkarte umgewandelt. Bei jedem Aufladen fallen 0,5% an Gebühren an. Die virtuelle Karte kostet einmalige 2 Euro und die Plastikkarte 8 Euro. Dazu kommen monatlich 1 Euro an Unterhaltungskosten für die Karte. Des Weiteren gibt es noch die ATM-Kosten beim Geldabheben. Innerhalb der EU sind das 2,25 Euro und außerhalb 2,75 Euro pro Abhebung. Also wie es bei anderen Visa-Karten eigentlich auch ist. Ansonsten fallen keine weiteren versteckten Kosten an. Von einer App aus kann man den Stand der Karte immer und aktuell mit dem Smartphone checken. Außerdem gibt es keine Limits, was Kaufmenge oder Wert angeht. Man kann bis zu 1.000 Euro pro Abhebung von den Geldautomaten bekommen und bis zu zweimal innerhalb von 24 Stunden Geld abheben. Also insgesamt maximal 2.000 Euro am Tag. Alles in allem ist die Bitwala Prepaid Card ein tolles Tool, um überall an Geld zu kommen. Die Kreditkarte lässt sich übrigens ganz leicht vom Smartphone aus aufladen. Meine Bitwala Erfahrungen. Normalerweise fängt man ja nicht mit dem Negativen an, aber in dem Fall ist es tatsächlich das einzige Negative und ich muss es jetzt schon loswerden. Was ich nicht ganz nachvollziehen kann, ist, wieso ein deutsches Unternehmen zwar neben Englisch auch noch Französisch, Spanisch, Polnisch, Chinesisch und diverse andere asiatische Sprachen, aber kein Deutsch unterstützt. Klar, die meisten Deutschen verstehen auch Englisch sehr gut, aber wenn es um etwas wie Banking geht, möchte man doch lieber mit einer etwas vertrauteren Sprache umgehen. An sich eigentlich nichts Großes. Trotzdem hoffe ich, dass Bitwala das in Zukunft noch verbessert. Ansonsten bin ich durchaus sehr zufrieden mit Bitwala. Es lässt sich super einfach mit der App von überall aus nutzen und bedienen. Für mein Unternehmen muss ich öfter mal internationale Transaktionen tätigen. Das ist hier viel leichter und sogar kostengünstiger als bei den meisten Banken, die ich davor schon ausprobiert habe. Vor allem, wenn die Partner auch Bitcoin akzeptieren. Wenn ich auf Reise bin, nutze ich inzwischen nur noch die Prepaid-Cards. Es ist mir sehr recht, dass ich zu jeder Zeit den Stand checken und neues Geld aufladen kann. So stelle ich sicher, ich gebe nicht zu viel aus und meine Kreditkarte kann auf jeden Fall nicht gesperrt werden. Allgemein betrachtet finde ich, dass in Bitwala ein Stück der Zukunft liegt, allgemein in Kryptowährungen. Deshalb fiel mir das Umsteigen wirklich leicht und kam mir sehr gelegen. In meinen Augen ist Bitwala ein Must-Have für moderne Menschen mit Interesse an Kryptowährungen. Sehr gelegen kam mir der Einsatz von Bitwala zudem auch noch, als die Versicherungen diesen Januar wieder zugeschlagen hatten und auf meine Geldbeiträge gewartet haben. Innerhalb von wenigen Minuten war das somit auch erledigt und meine Beiträge wurden über Bitwala gezahlt. Bitwala Review, mein Fazit. Bitwala bietet sehr fortschrittliche Dienste in Sachen Geldverwaltung und Banking an. Jeder, der mit Kryptowährungen zu tun hat und sie in seinen Alltag integrieren will, ist mit Bitwala gut bedient. Momentan gibt es kaum etwas Besseres in Sachen weltweite Transaktionen. Auch die Kreditkarte ist ideal für Leute, die viel reisen oder einfach so eine Karte brauchen. Bitwala geht einen Schritt mit der großen Welle der Modernität mit. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.